Wie stellst du dir einen typisch türkischen Mann vor? Zielstrebig, bevormundend. Oh, ist das gemein. Naja, er ist männlich. Er wird kurze Haare haben. Er wird einen Bart haben. Eine tiefe Stimme. Dunkle Haare. Ach du Scheiße. Bisschen prollig. Sinnher glaube ich, dass sie viel auf ihr Äußeres achten. Also, dass es wichtig ist, ob die Frisur sitzt oder der Bart. Dass sie sehr familiär sind. Wie stellst du dir eine typisch türkische Frau vor? Schöne, lange, dunkelbraune, schwarze Haare, eher modern gekleidet, große Augen, volle Lippen, schlank, so mittelgroß, vielleicht irgendwie 1,75 oder so, irgendwie schöne Hände. Dunkelhaarig, Solarium und zugeknöpft. Es gibt türkische Frauen mit Kopftuch, aber es gibt auch welche ohne Kopftuch. Es gibt super moderne, die einfach wahnsinnig gut aussehend angezogen sind, Wert auf sich legen. Meine Frau ist typisch türkisch, weil sie ist Türkin. Also sie ist bestimmt sehr modebewusst, liebt Tücher, kann gut kochen und hat Humor. Dunkel. Wo hast du deinen ersten Döner gegessen? In Regensburg an der Donau. Das war in Celle, das war Media Restaurant bei Hatti. Oh, in Tuttlingen am Bodensee, wo ich aufgewachsen bin. In der Nähe von Köln, Kleinstadt. Ich fand ihn auch nicht großartig, es hat erst später angefangen. Jetzt bin ich Vegetarier. Kreuzberg. Ich glaube sogar hier vorne. In Kaulsdorf, am Bahnhof. Im Vorort von Paris. Ich esse keinen Döner. Deutsch-Türkisches Journal. Abonnieren Sie unseren YouTube-Channel.